beobachten wir gemeinsam auf einem Schreibtisch von oben sehend ein Glas. In der Nähe dieses Glases befindet sich eine Lichtquelle. Aufgrund von Schattenwürfen können wir dann beobachten, es gibt Lichtstrahlen, die geradlinig an meinem Kreis, also meinem ursprünglichen Glas, vorbeigehen. Für solche geraden Linien, die an einem Kreis vorbeiziehen, gibt es übrigens einen Fachbegriff, man nennt sie die Passanten. Dazu gilt also Folgendes, eine so eine Gerade nennt man Passante. Aufgrund der Schattenwürfe sehen wir übrigens auch, es gibt unzählig viele solche gerade Linien, die von einer Lichtquelle durch das Glas hindurchgehen. Solche Linien nennt man übrigens Sekanten. Von oben gesehen gibt es dann übrigens nur zwei Linien, die meinen Kreis bzw. mein Glas genau berühren. Solche Linien, die meinen Kreis berühren, nennt man übrigens Tangenten. Und diese Tangenten sind besonders interessant, wenn wir nämlich unseren Mittelpunkt jeweils mit den Berührpunkten der Tangenten verbinden, dann sehen wir, diese Verbindungslinie steht jeweils senkrecht auf meiner Tangente. Diese drei Fachbegriffe wollen wir jetzt dann in einem Hefteintrag festhalten. Zunächst einmal schauen wir uns also einen Kreis an und eine Gerade, die meinen Kreis passiert. Dann gilt natürlich, diese Gerade hat mit meinem Kreis keinen Schnittpunkt, man nennt das Ganze dann Passante. Eine zweite Gerade schneidet meinen Kreis genau in zwei Punkten, dann nennt man das Ganze Sekante. Und dann gibt es noch eine dritte Gerade, die gerade noch meinen Kreis berührt. Ich kann also hierzu dann auch noch einen Berührpunkt einzeichnen und so eine Gerade nennt man dann Tangente. Übrigens gilt dann, wenn ich M und B miteinander verbinde, dann ist die Verbindungsstrecke von M zu B genau senkrecht auf meiner Tangente. Schauen wir uns mal ein Beispiel dazu an. Wir sollen also einen Kreis zeichnen mit einem Mittelpunkt M und einem Radius von 3 cm und irgendwo einen Punkt A. Das habe ich jetzt mal hier gemacht, also einen Kreis und einen Punkt A gezeichnet. Und jetzt ist die Aufgabe, ich soll eine Gerade G zeichnen, die durch A geht und eine Sekante zum Kreis ist. Ich soll eine Gerade H zeichnen, die eine Tangente zum Kreis ist. Und ich soll eine Gerade I zeichnen, die eine Passante zum Kreis ist. Okay, jetzt muss ich diese Begriffe halt irgendwie auseinanderhalten können. Eine mögliche Eselsbrücke wäre beispielsweise diesem Begriff Passante, dadurch sich zu merken, dass Passanten ja zum Beispiel an einem Geschäft vorbeigehen. Und deswegen wäre das jetzt schon mal die Gerade, die an meinem Kreis vorbeigeht. Jetzt müssen wir uns nur noch die beiden Begriffe irgendwie auseinanderhalten können. Und da können wir uns vielleicht einfach diesen Buchstaben S anschauen. Und zwar sticht der durch meinen Kreis durch. Okay, das heißt also die Gerade G, wenn ich die Sekante einzeichne, dann sticht die durch meinen Kreis durch, während ja die Tangente dann eben etwas sein muss, was meinen Kreis gerade nur berührt, weil ja Passanten die sind, die an meinem Kreis vorbeigehen. Dann wäre das hier zum Beispiel eine passende Zeichnung.